Also diese Woche gab es eigentlich nur einen Hotspot, wo man sein musste. Und das waren die Salzburger Festspiele. Da trafen sich alle aus Kultur, Politik, Wirtschaft. Da ist Ursula von der Leyen mit Thomas Gottschalk über den roten Teppich gegangen. Alle waren sie da. Wir haben den Vergleich gemacht. Salzburger Festspiele oder Bayreuth. Welches Festival gewinnt? Lesen Sie selbst. Außerdem hat mich besonders berührt unser Interview mit Simone Ballack. Sie hat ja selbst vor 2 Jahren erst ihren Sohn verloren. Sie hat sich gerade erst von ihrem Mann getrennt und sie hat jetzt ein neues Glück gefunden. Exklusiv darüber spricht sie mit Bunte und es ist ganz herrlich, dieses große Glück mit ihr zu teilen. Ganz schön. Und natürlich empfehle ich Ihnen unsere Titelgeschichte. Moderatorin Birgit Schrowange heiratet mit 65 das erste Mal. Wie toll ist das? Viel Spaß beim Lesen.